So. Habe erstmal eine ganze Zeit lang jetzt gelevelt, was man auch gleich sehen wird, wie viel Schaden wir schon mal haben. Gegen so einen Fisch beispielsweise, gegen den Killerfisch. Sollte der jetzt nicht wieder angreifen? Das muss man nicht. Ja, wir haben jetzt nicht so oft getroffen, leider. Aber an sich, also man sieht schon, dass wir doch ein bisschen stärker geworden sind. Sieht man auch an den HP. Ab jetzt werde ich natürlich wieder jeden Kampf rausschneiden. So, was ist hier los? Toku. Hallo? Nein, geht weg, ich habe nichts, was euch gefallen würde. Was? Okay. Bitte, ich will an. Tötet mich nicht. Okay. Schön. Mal hier rein. Hier los. Warum läuft der von mir weg? Bitte nein! Verschont mein Kind, mein einziges Kind! Hä? Du bist keiner von ihnen, oder? Und ich habe gedacht, dass diese Soldaten wiedergekommen sind. Tut mir leid. Sie haben meinen Mann. Zusammen mit den anderen haben sie ihn in die Wüste im Westen mitgenommen. Sie trugen das Siegel von Argos. Mein armer Mann. Ich hoffe, dass sie ihm nichts getan haben. Wüste im Westen. Hm? Das war da nix. Wieder raus. Man sagt, dass in der Siedlung in den Bergen westlich von Schloss Argos Menschen wohnen, die in die Zukunft blicken können, okay? Weit im Westen, hinter der Wüste, liegt ein Dorf. Die Bewohner des Dorfes behaupten, dass sie die Nachfahren des Volkes der Alten sind, okay? Aha, interessant. Ihr möchtet etwas über die Kristalle erfahren? Vielleicht weiß jemand im Dorf der Alten westlich von hier Bescheid. In der Wüste im Westen treibt ein Dämon sein Unwesen. Ich habe ihn gesehen. Einen Baum. Einen wandelnden Baum. Oh, okay. Einen wandelnden Baum. Ist hier irgendwas versteckt? Na? Jetzt macht das nicht mehr. Hallo? Ach so, okay. Manchmal darf ich auch nicht. Ah. Ein Großbogen. Cool. Schön. Habe ich nicht so einen schon? In dem Kamin befindet sich ein Geheimgang in den Keller. Dort haben wir Waffen gelagert, aber wir sind zu schwach, sie selbst zu benutzen. Bitte, nehmt sie euch. Nehmt euch die Waffen und rettet unser Dorf. Okay. Ich hab was erzählen, Opi? Ihr also seid die Fremdlinge. Ich bin der Älteste von Tokul. Sie habt ihr gehört, dass die Soldaten unser Dorf überfielen und plünderten. Sie kamen nach dem Erdbeben aus der Wüste im Westen und nahmen sich unser Korn, unser Wasser und all die gesunden Dorfbewohner. Ihr seht doch, wie sie gewütet haben. Wir können nichts tun. Dies ist die bescheidene Hütte des Ältesten von Tokul. Bitte, ihr müsst umgehen mit ihr, habe ich schon. Ein Karateanzug. Ich glaube, den habe ich mir gekauft. Ich habe so viel Schallkrallen. Bringen die mal noch was? Also ihr seht jetzt, ich bin ein bisschen gelevelter. Nein, das lassen wir mal. Ansonsten... Nee. Ansonsten haben wir nichts hier. Okay, wir haben immer westlich irgendwas erzählt. Machen wir da. Nee, auch nichts. Ja. Dann sind wir hier anscheinend fertig. Hier lasse ich die Monster dann auch nochmal drin. Ich meine, ich kenne sie jetzt. Scheiße. Mit dem Baum kann ich noch nichts anhaben. Und wir sehen, ich glaube, Echsenritter waren das oder so. Nee, Echsenmenschen sogar. Aber so unheimlich schlecht sind wir schon gar nicht mehr. So, Ritter, also ich bin schon recht gut dagegen. Das finde ich schon sehr gut.
Und wir werden natürlich immer stärker. So, der tut mir eh nichts. Dann gehen wir erstmal hier hin. Nochmal so ein Echsenmensch und was ist das? Ein Gorgon. So, einfach draufhauen. Das Dorf der Alten. Können wir auch mal mit jedem sprechen. Hast du vielleicht schon was Neues für mich? Nee. Ja, Rede, ich lese das jetzt nicht immer vor. Ich werde euch einen Preis geben, wenn ihr den ganzen Kontinent auf dem Rücken des Chocobos umrundet. Oh, okay. Lass mal weiter gucken. Licht und Dunkel folgen ihrem eigenen Willen. Dieser Wille überschreitet den normalen. Überschreitet den normal. Den normaler Sterblichen. Den normalen Sterblichen. Es ist ein immerwährender Kampf. Die Kristalle etablieren ein Gleichgewicht zwischen diesen zwei Kräften. Wenn sich die Waage zu sehr nach einer Seite neigt, wählen die Kristalle vier Sterbliche aus und segnen sie mit ihrer Kraft. Zurzeit fällt die Dunkelheit stärker ins Gewicht. Also werden vier Krieger des Lichts auserwählt, die das Gleichgewicht wiederherstellen sollen. Okay. Da sind, da kann man halt Waffen kaufen, wie wir das schon kennen. Geht's jetzt nicht weiter? Ist da vielleicht irgendwas noch zu holen? Nee. Gehen wir auch einmal weg. Ich glaube auch nicht weiter. So, was sagst du mir? Würdet ihr es glauben, wenn ich sage, dass der Boden unter unseren Füßen dieser Kontinent schwebt? Nein? So ist es dennoch wahr. Der Turm des Owen ist eine Säule, erbaut vom Volk der Alten. Sie trägt diesen Kontinent und bringt Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkel. Hm? Soll ich mal rein? Nichts passiert. Hm. Sind doch nicht unsere Glitzern. Unsere Vorfahren errichteten eine bedeutende Zivilisation, doch sie wurden für ihren Hochmut bestraft. Die Wut des Lichts brach herein. Sie versuchten, die Kraft des Lichts nutzbar zu machen, denn sie glaubten, alles erreichen zu können. Doch sie irrten sich. Vier Krieger kamen aus der Welt der Dunkelheit und geboten den von unseren Vorfahren heraufbeschworenen Kräften des Lichts Einhalt. Doch nun hat sich die Dunkelheit über uns gelegt und bringt Chaos und Zerstörung. So warten wir abermals auf die Ankunft der vier Krieger. Also wenn das Licht überliegt, kommen vier Ritter der Dunkelheit. Und jetzt in dem Fall sind wir die vier Krieger des Lichts. Unsere Bestimmung besagt, dass wir uns vom großen Willen führen lassen sollen. Okay. Ja, du siehst mir auch normal aus. Habt ihr schon einmal einen Chocobo gesehen? Welch komische Vögel sie doch sind. Sie sind in den Wäldern im Osten zu Hause. Mhm. So, wir haben ja noch eine kleine Aufgabe bekommen von dem guten Mann dort. Das werden wir jetzt einmal, ist noch irgendwie was? Nee, glaube ich nicht. Ich finde es eigentlich doof, dass man die ganze Zeit so ranzoomen muss. Denn dann soll es doch dann... Ich bin so mächtig, ich vergesse das dann auch manchmal. Der Chocobo-Wald, den holen wir uns mal. So, die Aufgabe war ja, wir sollen einmal die Welt umrunden mit einem Chocobo. Machen wir jetzt einmal schnell. Da, 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 da. Ach, die Vögelchen sind immer süß. Da ist gar nichts. So, da ist noch ein kleines Dörfchen. Würde mich ja mal interessieren, ob ich da überhaupt drankomme. Also, also, wann ich da dran komme, irgendwann muss ich ja.
hier ist auch nochmal eine Wüste. Aber er hat ja gesagt, glaube ich, hier im Westen eine Wüste. So. Haben wir dann auch gleich geschafft. So, wir sind nämlich schon wieder hier. Das steigen wir einmal aus. Einmal wieder in das Dorf der Ältesten rein, unsere Belohnung abholen. Das war Chocobotastisch. Ihr habt es geschafft. Das habt ihr gemacht. Hier ist euer Preis. Ein Wichtelbrot, gut. Die sind so super teuer, ne? Aber ich glaube, im späteren Verlauf sind die richtig gut. Weil die halt alles so aufheben. Ich glaube, die werden auch noch günstiger, bin ich der Meinung. So, wir holen uns nochmal einmal ein. Habe ich dich, Chocobo? So, gucken wir einfach mal, was hier oben ist. Ich glaube, da war gar nichts, wenn wir mal auf die Map gucken. So, wo ist denn mein Schiff? Ach, mein Schiff ist da. Ja, da ist doch aber ansonsten nichts. Die Wüste da ist ja da oben im Norden. Na, ansonsten würde ich einmal zurücklaufen zu meinem Schiff. Und dann würden wir erstmal zu König Argus fahren. Ich sehe da noch nichts im Lauf. Na, hier ist ja nichts. Ich weiß gar nicht mehr, was es damit auf sich hatte. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich nicht mehr so viel weiß. So. Ich bin gerade auf der richtigen. Ja. Hier noch ein Kampf, den lassen wir noch mal einmal drin. Auch wenn es noch mal der Fisch ist. Ich weiß ja nicht, was vorher immer kommt. Ich glaube, einige fehlen uns immer noch. Und es geht ja zügig. Dash Power. So krass ist er gar nicht mehr, ne? Da sind wir schon etwas kräftiger geworden, tatsächlich. Gott sei Dank. Gott sei Dank, liebe Leute. Ach, mir macht das auch richtig mal wieder Spaß. So ein bisschen was Schönes spielen. So, gehen wir mal einmal rein. Okay, hier passiert nichts. Ist auch alles sehr verlassen, sieht's aus. Das ist hier irgendwie so ein Schatz. Ja, ich war schon in der Waffenkammer, muss ich dazu sagen, weil ich brauche unbedingt Geld. Darum habe ich hier schon mal einmal alles ausgeräumt, es sei mir verziehen. Hier kommt man nicht rein, die Tür ist verschlossen. Ich glaube, da kann man nachher Schlüssel kaufen. Aber erstmal komme ich da nicht rein, das habe ich schon versucht. Wir können noch weiter nach oben gehen, da kommen wir halt dann zu dieser Quelle da raus. Erstmal wieder zurück. So, jetzt sind wir nämlich hier in diesem, ja, in diesem Thronsaal. Wo ist die denn? Ach, das wusste ich noch nicht. Bombensplitter, und was haben wir hier? Ein Anark, das wird sehr gut. So, was, weiß ich nicht, kann man sich das überhaupt irgendwo kaufen? Weiß es nicht. Also wenn man jetzt hier rausgeht, dann kann man sich hier halt nochmal heilen. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht nachher irgendwelche Kämpfe nochmal kommen. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich will jetzt auch nicht wegen jedem Coup nachgucken. Okay, hier ist noch gar nichts los. So. Dann hat man mir ja gesagt, dann gibt es hier in den Bergen noch was. War das hier oder noch woanders? Mal gucken einmal. Genau, da zu den... In den Bergen können wir noch mal kurz gehen. Erstmal den Flieger weghauen.
Und dann den Domoi, aber so schwer ist er jetzt gar nicht mehr. Wenn man gelevelt hat, dann ist das gar nicht mehr so krass. Und so viel Schaden machen die mir glücklicherweise auch nicht mehr. Und bei Final Fantasy Spielen ist es halt immer so, man muss leveln. Also ich weiß noch, Final Fantasy 8, da habe ich so viel gelevelt. So, dann gehen wir hier mal weiter. Was ist denn hier unter oder unten? Das weiß ich schon wieder nicht. Wir müssen runter. Die beiden Krabbler nehmen wir auch noch mit. Auch sehr gut getroffen. Von daher, es lohnt sich, glaube ich, nicht, ihm irgendwie diese Krallen zu geben, solange die noch so schlecht sind. So, gehen wir mal hier hin, was die so sagen. Klamm der Gul'gane. Mognet? Hat auch keiner mehr geschrieben. Ja, ja. Dies hier ist die Klamm der Gul'gane. Wir werden blind geboren, doch wurden wir mit der Hellsicht beschenkt. Wir können in die Zukunft blicken. Okay. Euch segnete der Kristall des Windes. Nun müsst ihr auch die Kristalle des Feuers, des Wassers und der Erde ausfindig machen. Okay, ja, Geraten Licht und Dunkelheit aus dem Gleichgewicht, wird eine Kraft geboren, die die Welt zerstören wird. Unheimlich, nicht? Das ist echt unheimlich. Ich spüre die Kraft des Feuers auf der Insel der Zwerge. Aha. Wenn die Dunkelheit die Welt verhüllt, wird alles von der Leere verschluckt. Was sag ich denn hier gerade so ein kleiner Leck? Wir leben in dieser Klamm. Versteckt vor dem Rest der Welt, denn die Zukunft zu kennen, führt oftmals zu Unglück, ja. Wenn man sich dann so besonders in Schutz nimmt oder, ne? Was habt ihr noch so zu erzählen? Das Erdbeben war nur der Anfang. Die Erschütterungen, welche die Kristalle das Licht unserer Welt verschlingen und Monster aus den Tiefen der blutenden Lande hervorrufen, sind nur Vorboten der Katastrophe, die über die Welt hereinbrechen wird, okay? Der lebende Wald. Die trauernden Bäume rufen euch. Benutzt diesen Zauber und betretet den Turm des Owen. Hoch im Norden. Desch, dein Schicksal erwartet dich. Danke, schön. Der Turm des Owen ist voller Maschinen und Mechanismen. Hier erwartet Desch sein Schicksal. Wenn der Turm einstürzt und Flammen des Untergangs spuckt, dann wird der Mann erwachen, der das Schicksal beeinflussen kann. Okay. Die Macht der Dunkelheit verhüllt das Licht vor den verbleibenden Kristallen und die Kristalle selbst haben ihre Kraft versiegelt. Geht's da noch weiter? Ach, da habe ich schon alles, ja, habe ich auch schon geplündert. Ich brauchte es. Aber ich habe noch mit keinem geredet, immerhin. So, wir werden erstmal hier raus. Gehen wir noch zum Tempel des Owen da. Owen. War das nochmal? Das ist da oben, da können wir auch kurz mal hinlaufen. Bevor wir den betreten, machen wir aber trotzdem einmal kurz zur Sicherheit einen Speicherpunkt. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Final Fantasy 3. Bis dann, tschüss!